Es ist eine Region, die in den Alpen sicherlich zu den allerschönsten gehört. Es ist die Rede hier rund um das Gardena-Schloss. Es ist die Runde hier, die im Winter Geschichte schreibt und auch im Sommer immer mehr in den Fokus der Mountainbiker zumindest drückt. Die Sellerronda in Südtirol. Herzlich willkommen ein weiteres Mal zum legendären Heroes. Die Sellerronda, ein Mountainbike-Rennen, das sicher seinesgleichen sucht. Die Favoritinnen, die Damen starten zuerst hier nochmal kurz eingefangen. Daniela Veronesi, Katrin Schwing aus Deutschland und Elena Gardoni. Das sind so diejenigen, die es wirklich reißen könnten. Gestern habe ich mich noch sehr gut gefühlt und ich hoffe, dass ich aufs Podium rauffahren kann. Ich bin super happy, dabei zu sein. Die Taktik ist, auf die Gegner achten, ein bisschen sich hinten halten und dann am Ende sehen, wer der Stärkere ist. Tja, aber auch die Polin, Michalina Zalikowska, nicht zu unterschätzen, Elisabeth Brandauer hier in der Vorbereitung und Borkit Löwset, vielleicht auch eine Favoritin. Ihr seid meine Helden. Tja, ich kann keinen Namen geben. Ich weiß nur, dass die Mädels, die hier rumstehen, ganz schön stark drauf sein werden. Um 7.10 Uhr am Morgen ging es dann los. 62 Kilometer für die Damen. Elena Gardoni hat sofort die Führung übernommen. Borkit Löwset, die wir gerade noch gesehen haben, zweite. Michalina Zielkowska aus Polen auf der dritten Position. Katrin Schwing erstmal hinten sich bedeckt gehalten, genauso wie Verena Krenzlehner, die Österreicherin, die sicherlich auch zu einer der Favoritinnen zu zählen ist. Erster Aufstieg zu Danta Sepies. Der erste große Zinken an der Sellerronda, also absolviert. Immer wieder die Führenden. Elena Gardoni, Verena Krenzlehner im Bild. Blick zu den Jungs. Lennart Nock haben wir kurz gesehen vor seinen 84 Kilometern, die ihm bevorstehen. Und Roel Paulsen haben wir hier. Er sagt, heute wird mal ordentlich gelitten. Der Führende in der Mountainbike World Series. Das ist Peter Rungaldier, ehemaliger Ski-Champion. Super-G World Cup-Sieger und Vize-Weltmeister, der hier der Renndirektor ist. Und er startet um 7.20 Uhr, also 10 Minuten nach den Damen, die Herren. Daniele Menzi vom Scott Racing Team übernimmt sofort die Führung. Urs Huber in der Verfolgerposition. Tja, und dann das lange, lange Feld, teilweise. Viele Freizeitfahrer auch mit dabei. Auch für die Jungs geht's hoch zu Danta Sepies. Und hier sehen wir mal die Schlange, die sich dann nach oben kämpft. Schön, dass es da wieder so grün geworden ist, nachdem ja so viel Schnee gefallen ist hier im Winter. Und Daniele Menzi, Urs Huber sind und bleiben in Führung. Immer wieder der Sprung rüber. Kurze Bilder auch von den Mädels immer wieder eingefangen. Erster Anstieg absolviert. Bei den Mädels Elisabeth Brandauer, die Deutsche, weiterhin vorne mit dabei. Und bei den Jungs Leonardo Paez, der Kolumbianer, kurz im Bild gewesen, der sich auch noch hier vorne mit dazu gesellt hat. Also bei den Jungs eine Vierergruppe. Urs Huber aus der Schweiz, Leonardo Paez aus Kolumbien, der schon zweimal gewonnen hatte. Dann Menzi und Ranioli, wie gesehen, weiterhin mit dabei. Wie sieht es bei den Mädels aus? Da ist Borkit Löwset, die Norwegerin, tapfer mit dabei. Verena Krenzlehner hält sich auch. Kämpft weiterhin um die Führung. Elisabeth Brandauer dabei und Elena Gardoni. Also dort auch ein Viererfeld. Allerdings für Rina Krenzlehner lief es dann nicht so optimal. Sie hatte Probleme. Und zwar ganz eigener Art. Sie hat sich verfahren. Ist also auf die falsche Strecke gefahren. Ups, kurzer Abstieg. Und musste wieder zurück und hat wertvollste Zeit verloren. Bei den Jungs geht es auch in Richtung Campo Longo Pass und Juri Ranioli, Urs Huber, Leonardo Paez, Toni Longo hat sich noch dazu gesellt und Roel Paulissen sind hier mit am Start. Wieder die Mädels, dort also jetzt eine Dreiergruppe, Elisabeth Brandauer,
Borkit Löfseth, Daniela Veronesi. Das sind so, die sich da im Moment duellieren oder triellieren. Für sie geht es schon in Richtung Pardoi-Platz, Pardoi-Pass natürlich, pardon. Werden wir wieder zwischen den Jungs und Mädels hin und her springen. Wunderschönes Rennen vor traumhafter Kulisse bei nahezu perfekten Bedingungen. Wenn auch tatsächlich noch ein kleines Feld von Schnee bewältigt werden musste. Selbst, also jetzt im Sommer, hat sich der Schnee gehalten, nachdem ja 10 Meter Schnee hier im Winter lag. Schön im Hintergrund das Badiertal, die Gletscher und die vier Jungs, die lassen nicht locker, die halten zusammen. Juri Ranioli, Leonardo Paez, Urs Huber, immer wieder. Blick zu den Mädels, Elisabeth Brandauer und Löfseth, kurz im Bild gewesen. Dazu kommt jetzt noch Michaela Ania Ciolkowska, die Polin, die auch ein sehr starkes Rennen fährt. Also ein Dreierfeld hier bei den Mädels vorne. Geht bereits durch das Fassertal. Während bei den Jungs noch nicht so richtig abzusehen ist, wer jetzt hier entscheidend die Nase vorn haben wird. Der Kolumbianer immer wieder, ja fast im Windschatten, möchte man sagen. Leonardo Paez macht das sehr, sehr gut. Nach Araba, kurz nach unten geblickt. Wunderschöner Ort. Und dann, wie angekündigt, es gibt tatsächlich Restschnee. Höchster Punkt dieses Rennen über 2300 Meter. Hier haben wir es. Juri Ranioli. Durch den Schnee durch. Blick zu den Mädels. Elisabeth Brandauer. Borkit Löfseth. Die beiden wechseln sich da im Moment vorne ab. Jetzt Elisabeth Brandauer im Schnee. Dann hier Daniela Veronesi. Bei ihrem Kampf durch den Schnee und ums Podium, denn sie ist Vierte im Moment. Katrin Schwing. Single Trail vom Pardoi-Pass runter. Und wieder Blick zu den Jungs. Juri Ranioli, der Führende am Pardoi-Platz. Rein geht es danach auf den Single Trail in Richtung Fassertal. Wird gefolgt von Leonardo Paez, mittlerweile auf der 2. Und entscheidende Szene dann im Downhill. Und zwar hat Juri Ranioli technische Probleme, so dass dann Leonardo Paez die Führung übernehmen konnte. Borkit Löfseth, Zweite beim Uphill auf dem Pardoi-Pass. Ciolkowska jagt sie als Drittplatzierte. Da haben wir sie im Bild. Verena Krinzliner zweimal einen Reifenschaden und keine Chance mehr auf den Sieg. Diese Brandauer am Rifugio Valentini am Sella Pass. Der höchste Punkt bei den Mädels. Zweite Michaela Ciolkowska. Und dann geht es für die Mädels durch Stone City, wie es so schön heißt. Am Sassolongo entlang. Und Richtung Downhill. Selva Gardena. Leonardo Paez wieder im Bild. Zum Duron-Pass. Und auch für ihn ist der
Doron-Pass mit 2280 Meter abgehakt. Auch für ihn geht es zum Refugio Zallinger. Alpe de Suisi hier im Bild. Und dann weiß er. Sein dritter Sieg beim Sella Ronda Heroes ist in greifbarer Nähe, denn es geht nur noch bergab. Ladies first. Elisabeth Brandauer aus Deutschland gewinnt in Sella Selva Gardena. Im Stadtzentrum kann sie sich feiern lassen. Mit 2 Minuten 58 Rückstand Mikalina Tsiolkovska auf der 2 und dritte dann Borkelt Löfset mit 3 Minuten 56. Also mein Frühstück lag mir schwer im Magen, aber dann habe ich mich nach dem ersten Appell doch recht gut gefühlt, konnte von 6 auf 4 und mich dann weiter nach vorne arbeiten. Und ich habe einfach bei jedem Anstieg mir Ziele gesetzt, habe die geholt und wusste dann, dass ich sie im Downhill halten kann, diese Vorsprünge. Und so habe ich das Ganze dann bis zum Ziel gebracht. Bei den Jungs Leonardo Paes, klar, der hat sich das Ganze nicht mehr nehmen lassen. Er holte sich den Sieg in 4 Stunden 45.07. 3 Mal also gewonnen, Leonardo Paes. Zweiter mit 2:30 Rückstand, Urs Huber. Hier ist Urs Huber, 2:33, um genau zu sein. Dritter Platz mit 3:59, Ruel Paulissen. Im ersten Downhill bin ich gefallen und habe Zeit verloren. Mein Knie hat mir sehr, sehr weh getan, danach meint der Sieger Leonardo Paes. Aber es ging dann gut, ich konnte mich zurückkämpfen. Es war sehr, sehr hart. Aber nach dem Canasei konnte ich die Führung übernehmen und habe es bis zum Schluss gehalten. Das dritte Mal ganz oben, bin natürlich sehr, sehr glücklich. Mit 35 Minuten Rückstand war dann Stefan Thun im Ziel und holte sich den Gesamtsieg im UCI Mountainbike Marathon World Series 2014. Urs Huber wurde in dieser Kategorie Zweiter.